Hallihallo, liebe Filmfreunde, liebe Fans von Sondereditionen. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch die Premium Collection von Der Goldene Kompass von Christoph Waitz mitgebracht. Dieser Spielfilm aus dem Jahr 2007 hat leider nicht das eingespielt, was man sich erhofft hat. Und deswegen sind die geplanten Fortsetzungen leider auf der Strecke geblieben, was ich persönlich sehr schade finde, denn dieser Film, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das liegt einerseits an diesem tollen Cast, bestehend aus Daniel Craig, Dakota Blue Richards. Wir haben Ben Walker noch dabei, Eva Green, Nicole Kidman, Sam Elliott. Einfach ein toller Cast. Die Spezialeffekte, ja gut, hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, aber die Geschichte, die ist wirklich toll. Es wurde zur Romanvorlage zwar vieles geändert, aber trotzdem, das hier ist, es ist ein toller Film, es ist ein toller Abenteuerfilm, ein toller Fantasyfilm, der natürlich nicht an Herr der Ringe oder Harry Potter rankommt, aber ich denke, besser als die Chroniken von Narnia ist er allemal. Meine persönliche Meinung. Die Meinungen sind wie immer verschieden, dafür haben wir ja eine Meinung, aber nichtsdestotrotz. Ich finde es schade, dass diese Reihe nicht fortgesetzt wurde. Dafür, es kommen so viele Scheißfilme ins Kino, da hätte man auch hier ein bisschen was machen können. So schaut das Ganze aus. Warum diese Premium Edition oder Premium Collection? Diese Premium Collection von Warner Home Video wird überall für, ja, tatsächlich, man soll es kaum glauben, für 5 € verramscht. Ich habe diesen Teil original verpackt im Saturn für 5 € mitgenommen. Müsst ihr einfach mal gucken. Den kriegt ihr natürlich auch bei Amazon. Aktuell liegt der Preis um die 15 €. Ist das auch auf jeden Fall wert? Trotzdem, also, wie gesagt, dass dieser Titel verramscht wird, ich finde es einfach traurig. Generell ist diese Premium Collection, ich habe da einige Titel von, sehr gut verarbeitet. Wir haben einmal diesen Klarsichtschuber, wo auch das FSK-Siegel drauf ist und die Produktinformationen auf der Rückseite. Das eigentliche Mediabook, das ist nämlich ein Mediabook oder ein Collectors Book nennen die das, kommt ohne FSK-Flatschen und ohne Produktinformationen auf der Rückseite, beziehungsweise wir haben hier diese Filminformationen, die aber ja irgendwo sein müssen. Und hier haben wir Eva Green als Hexe. Eva Green. Ach, die wunderschöne Eva Green. Gut. Ja. Schauen wir uns das Collectors Book mal von innen an. Da haben wir ja, ein richtig gut dicke, das sind richtig dicke, hochwertige Seiten mit massenweise Hintergrundinformationen. Also das waren auch die ersten Mediabooks, die ich hatte. Dieses Teil ist seit dem 28.05.2010, ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, im Handel erhältlich. Die Warner Premium Collection umfasst mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Titel, auf jeden Fall einige. Und die sind alle so hochwertig verarbeitet. Das ist also, das ist, für Sammler ist das eigentlich richtig toll. Das Buch ist auch nicht getackert, sondern vernäht, wie ihr hier seht. Das ist also auch, hier wurde also richtig Arbeit reingesteckt. Das ist richtig hochwertig verarbeitet. Gut, die doppelseitigen Bilder sind zwar nicht so richtig gut zu sehen, aber da wollen wir jetzt, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, wie man so schön sagt. So, hier haben wir noch weitere Produktionsnotizen mit vielen Bildern. Ja, ich fand auch mit diesen Seelentieren fand ich auch so toll. Also die ganze Geschichte fand ich toll. Schade finde ich auch, dass der Film früher abbricht. Das ist eine Romantrilogie, wenn ich mich richtig erinnere. Und man hat aber vor dem Abschluss des ersten Romans schon einen Bruch gemacht, um einen Cliffhanger zum zweiten Teil zu haben, der dann nicht gemacht wurde. Das heißt, es ist nicht nur so, dass diese Produktion nicht abgeschlossen wurde. Nicht einmal die Handlung des ersten Buchs oder die erste Geschichte wurde zu Ende erzählt. Das ist sehr unbefriedigend und ich finde es sehr schade, wie ich schon sagte, dass diese Geschichte nicht fortgeführt wird. Hier hinten haben wir zwei Blu-rays drin. Ist doch so, ne? Ist doch eine Blu-ray. Ja. Einmal mit dem Film und einmal mit haufenweise Bonusmaterial. Das Bonusmaterial ist hier hinten aufgeführt. Da haben wir so rum. So rum kann man es besser sehen. Wir haben über 2,5 Stunden fantastische Specials. Die Entstehung hinter den Kulissen, Lyras Welt. Ja, toll. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, vielleicht kauft ihr den einfach mal. Und wer weiß, wenn den ganz, ganz viele Leute kaufen und wenn er jetzt im Nachhinein doch noch die Aufmerksamkeit bekommt, die er eigentlich verdient hat, wer weiß, vielleicht geht Warner dann hin, anstatt das 50. Remake irgendeines alten Films zu machen.
Und macht die Geschichte einfach weiter. Ich würde das jedenfalls sehr begrüßen. Wenn ihr das auch so seht, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr sagt, nee, der Film war total Grütze, hat mir gar nicht gefallen, schreibt mir das auch in die Kommentare. Aber dann schreibt auch warum. Nicht einfach nur, ey, der Film war Kacke, sondern schreibt, nee, der hat mir nicht gefallen, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle jedenfalls schon mal. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Euer Michael Speyer sagt. Be blue, see you.